Prinzessin Anna, Prinzessin Lena, es ist Zeit zum Aufstehen. Was schon? Oh nein, es ist so schön kuschelig in unserem schönen Himmelbett. Und die Decke ist so wuschelig weich. Aber ihr müsst zum Frühstück und zuvor noch baden. Na gut. Kommt bitte mit ins Bad. Ich habe schon das Bad vorbereitet. Welchen Badezusatz möchtet ihr haben? Ach, wir haben so viele zur Auswahl. Wie soll ich mich nur entscheiden? Dann nehme ich eben mal Hibiskus. Das riecht nach Aprikose. Nicht schlecht, aber ich möchte doch lieber etwas anderes. Das ist Minze. Nein, das mag ich nicht. Das riecht nach Rose. Das wäre gut. Ich nehme Rosenduft. Hat das Wasser die richtige Temperatur? Bei mir ist es etwas zu kalt. Dann schütte ich noch etwas warmes Wasser dazu. Jetzt ist es gut. Ah, ich könnte gerade noch mal einschlafen. In der Badewanne, bist du verrückt? So, bitte kommt wieder aus der Wanne. Prinzessin Anna, hier ist Ihr Handtuch. Danke. Bitte cremt euch noch ein. Prinzessin Lena, ich muss nun eure Haare kämmen. Welche Creme soll ich benutzen? Vielleicht die da? Mit Himbeerduft? Die mit Glitzer? Oder die mit Lotusblüten? Ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. Ich nehme die hier, weil man da nur draufdrücken muss. Und schon kommt Creme heraus. Ich mache euch eine Schleife ins Haar. Bitte wählt eine aus. Ich bin fertig. Oh nein, Prinzessin Anna, wie seht ihr denn aus? Das ist doch viel zu viel Creme. Macht doch nichts. Doch, so viel kann eure Haut doch gar nicht aufnehmen. Das müssen wir jetzt wieder abwischen. Und dann gehen wir euch anziehen. Heute könnt ihr diese Kleider anziehen. Ich bin fertig. Ich auch. Gut, dann geht jetzt frühstücken. Eure Eltern warten bestimmt schon. Guten Morgen. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Kinder. Was möchtet ihr essen? Vielleicht ein Brötchen mit Marmelade. Warum gibt es bei uns nie Müsli? Ich hätte so gerne ein Müsli. Wir haben frisch gebackenes Brot und Brötchen und feinste Marmeladen. Heute haben wir frische Ananas und es gibt Käse direkt von der Alm. Sind alle fertig? Dann ist das Frühstück jetzt beendet. Ihr dürft jetzt aufstehen. Dürfen wir jetzt spielen? Nein, noch nicht. Heute ist noch Unterricht. Euer Lehrer wartet im Kaminzimmer. Draußen spielen Kinder mit dem Ball. Dürfen wir nachher auch in den Garten? Bei diesem nassen Wetter heute? Nein, das geht nicht. Da werden nur eure schönen Kleider schmutzig. Oh, schade. Heute haben wir Geschichtsunterricht. Ihr lernt etwas über eure Vorfahren. Wir beschäftigen uns heute mit Königin Aurelia. Das ist wichtig. Prinzessin Anna, ihr hört bitte ebenfalls zu. Ihr müsst auch über eure Ahnen Bescheid wissen. Hallo, mag ich aber nicht. Aber heute ist doch Samstag. Deshalb habt ihr doch heute auch nur 4 statt 6 Stunden Unterricht. Gut, der Unterricht ist für heute beendet. Dürfen wir jetzt spielen gehen? Ja, in Ordnung. Anna, wir hatten ja vergessen, unsere Kronen aufzusetzen. Stimmt! Komm, das müssen wir noch schnell tun. Komm, wir spielen mit unserem Schloss und der Kutsche. Ja, aber eigentlich würde ich lieber etwas Aufregendes machen. Das einzig Aufregende hier im Schloss ist unser Dachboden. Stimmt. Lass uns hochgehen. So viel altes Gerümpel. Ein Spinnrad. Ich habe eine Schreibfeder gefunden. Da ist eine Truhe. Ist da was drin? Ja, ein Fächer. Sieht der nicht toll aus? Was war das? Vielleicht ein Geist. Schnell weg. Wo kommt ihr denn her? Ihr habt ja Spinnweben in der Krone. Oh nein, das muss ich schnell sauber machen. Lena, das war nur eine Taube. Bist du sicher? Mann, bin ich erschrocken. Ich würde gern draußen spielen.
Die Kinder scheinen viel Spaß zu haben. Ja, schade, dass wir nicht dürfen. Guten Morgen, Anna. Aufwachen! Ah, guten Morgen! Jetzt zieh ich sofort meine Lieblingskleider an. Die sind so bequem. Und dann gehe ich frühstücken. Ich habe richtig Lust auf Müsli. Und jetzt will ich draußen spielen. Aber es ist ziemliches Matschwetter. Das macht mir nichts. Ich bin noch keine Prinzessin. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und wir freuen uns natürlich auch immer über ein Abo von euch.